Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. In diesem Video zeige ich dir, wie du den versteckten Palast von Guizhang in Liyue freischalten kannst und die damit verbundene versteckte Errungenschaft freischaltest. Ich habe beides schon freigeschaltet, aber keine Sorge, es ist nicht besonders kompliziert, es funktioniert trotzdem. Versteckter Palast von Guizhang, folge den Spuren der Unsterblichen und öffne das Tor der Sphäre. Das Tor der Sphäre ist schlicht und einfach so, das hier ist alles mit Wasser gefüllt. Das heißt, bei mir ist jetzt hier ein Loch und da unten ist die Sphäre und bei euch ist das quasi unter Wasser, wenn ihr es noch nicht gelöst habt. Was ihr hierfür machen müsst, ist ganz einfach. Also erstmal müsst ihr natürlich hingehen in den Lua-Teich in Liyue und dann müsst ihr hier mit dieser Plattform interagieren und sie aktivieren. Danach werden diese Elementarstelen angreifbar und was ihr dann tun müsst, ist folgendes. Ihr braucht einen Pyro-Charakter, am besten nehmt ihr Amber dafür, falls ihr keine anderen Pyro-Bogenschützen habt. Da müsst ihr nämlich nicht zu jeder Stele laufen und habt da auch keinen Zeitdruck oder so. Und ihr müsst diese hier angreifen und aktivieren. Diese hier und diese. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr diese drei aktiviert habt, werden die anderen drei automatisch auch aktiviert. Der Wasserspiegel senkt sich herab und ihr könnt runtergehen zur Sphäre, also einfach runterspringen. Und wenn man dann in der Mitte die Plattform aktiviert, kann man wieder hochgleiten und dann den Palast freischalten. Dann bekommt ihr einerseits die Errungenschaft und ihr bekommt eben hier den Teleportationspunkt beziehungsweise halt einfach die Sphäre freigeschaltet. Und das war's auch schon. Super simpel, super einfach. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.